Arne, seit über 10 Jahren führst du einen Krieg gegen die Behörden und Justiz. Du sagst selber, dass viele deiner Mitmenschen dich dafür verrückt halten. Hast du Verständnis für diese Leute? Ja, weil sie geprägt sind durch unser System und wir werden in irgendeiner Weise konform gebildet. Und auch in den Universitäten wird man dann uniform gebildet, also man kommt in eine Uniform rein. Und es fällt schwer, wenn man sich nicht kritisch damit auseinandersetzt mit gewissen Themen, dass man da ausbrechen kann aus diesem System, was man beigebracht bekommen hat. Und deshalb wird man sehr, sehr lange in einer gewissen Sichtweise sein und erst müssen gravierende Veränderungen stattfinden, bevor man bereit ist, eine andere Philosophie oder eine andere Sichtweise einzunehmen. Bist du mutiger oder konfliktfreudiger als andere Bürgermenschen? Nein, das würde ich gar nicht sagen wollen. Ich bin Lehrer von ganzem Herzen und ich bin auch, wie man so schön sagt, Legastheniker. Was bedeutet das? Legastheniker, sagt man, die haben eine Schreib-Leseschwäche, wovon davon heute nichts mehr sichtbar ist. Aber man sieht die Dinge auch von der Rückseite, von einem anderen Bild. Und ein Legastheniker muss ungefähr 5-mal so viel nachdenken wie ein normaler Mensch, wenn er liest, weil er von verschiedenen Seiten das noch aus betrachtet und von daher auch von Natur aus einen anderen Blick hat. Einer der Redner hat gesagt, noch wagt aber kaum einer zu widersprechen, weil er sich isoliert fühlt. Bist du denn gegen solche Gefühle immun? Ja, ich sag einfach meine Meinung. Und natürlich macht einem das schon zu schaffen, weil man in der Sicht von anderen Menschen dann belächelt wird. Und da braucht man ein sehr starkes Selbstwertgefühl, dass man da auch dagegen halten kann. Denn es ist ja einfacher, normal zu sein. Dann ist man Durchschnitt und schwimmt mit der Gesellschaft mit. Aber besondere Dinge wurden eigentlich immer nur von Menschen erreicht, die nicht normal waren im Sinne der Gesellschaft. Und von daher dann natürlich auch ganz andere Perspektiven entwickeln konnten und auch andere Erfindungen.